Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal die Ölindustrie in Aufschwung gebracht, oder wie soll man das nennen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall installiert oder sowas, keine Ahnung. Hier unten, und die wächst und gedeiht, sehen wir gerade, da ist schon der dritte Turm am Bauen und der vierte wahrscheinlich auch. Aber hier hinten haben wir noch was, nämlich keinen Strom. Der Kommerz, der braucht Strom. Ja, da müssen wir gucken, haben wir da überhaupt irgendwas hin in der Richtung? Nicht wirklich, ne? Was bauen wir hier hin? Das ist eine gute Frage, ne? Da ist auch Kommerz, der sich aber nicht so wirklich etabliert. Doch, da ist sogar schon ein Haus. Das heißt, wir haben bis hierhin wohl ungefähr Strom. Das können wir aber auch sehen, indem wir das anmachen, ne? Okay. Die werden da aber gleich eher keinen Strom mehr haben. Aber wir könnten ja... Nee, können wir nicht. Das macht keinen Sinn. Wegen, ne? Wegen, sag schon. Ich glaube, da lassen wir frei. Wegen der Straße. Ich glaube, da lassen wir auch mal frei, oder? Machen wir den frei ein bisschen weiter weg. Ja. Wie sieht es da mit Wasser aus? Da fehlt es noch, das Wasser. Dann bauen wir das noch hoch. Wasser fließt im Berg hier oder dann hoch. Habe ich das getroffen? Ja. Gut, dann würden da gleich auch noch Leute vielleicht wachsen. Wachsen ist gut, ne? Stromtechnisch sind die immer noch schwach dran, da. Will nicht gelingen. Das Haus ist da, wächst aber kein neues. Hier ist auch nicht mehr geworden. Wie machen wir das? Wie ist das eigentlich mit so einem Solar? Können wir da noch eins hinbauen, hier hinten hinter? Ja, irgendwie will er gar nicht das bauen. Ah, da wird's gehen. Ach so, das ist eine Autobahn, da geht das gar nicht, alles klar. Ja. Wohnhäuser haben wir. Dann machen wir auf dieser Seite vielleicht niedrigere. Da geht eine Stichstraße rein. Warte mal, wenn wir das so machen, dann machen wir das da doch noch hin und den da weg. Dann geht die Straße da durch, dann ist nur eine Kreuzung da. Ja, der ist am Meckern schon der erste. Da wird es gleich ein schwarzes Haus geben, denke ich mal. Straße mit Bäumen hier rein. Würde ich mal so ziehen, ne? Und so. Ja, machen wir mal so ganz einfach, ne? So, da setzen wir mal noch eine Straße hin. Und auf die andere Seite auch. So. Dann brauchen wir da eine Wasserversorgung. Die würde ich jetzt mal von hier aus ziehen. Geht aber nicht. Keine Ahnung warum. Aha, da geht's. Passt. Wasserversorgung ist da. Häuser wachsen. Strom kommt. Das heißt, wir haben gleich da auch eine Versorgung.
Nummer Straße. Die richtige ist schon ausgewählt. Ja. Machen wir hier hoch. Und von hier machen wir noch zwei Stichstraßen darüber. So. Dann haben wir das auch. Wohnbereich. Nee, das war falsch. Das ist der Wohnbereich, den ich hier hinsetzen möchte. So. Die können da alle wohnen. Da auch. So, da haben wir das, oder? Hier kommt Gewerbe hin und da. Da und da auch. Und da machen wir das auch noch hin. Gut, was ist das? Auch ablösen, ne? Gebiet aufgeben, genau. Gut. So, was macht der Strom? Der wächst noch nicht. Aber wir brauchen Wasser noch hier drin. Da ist es. Und fertig. So, und dann sollte das schon klappen, oder? Strom wollte ich sehen. Das war's. Okay, das ist nicht mehr ganz viel. Dann haben die da auch Strom. Hier wächst es aber auch schon zu. Gespannt, wer zuerst zuschlägt, ne? Ja, hier hinten wächst schon auch was. Die Ölindustrie schreit nach Strom. Aber hier wachsen auch schon einige Häuslein und dadurch haben wir gleich bestimmt eine Verbindung. Okay, verfügbarer Strom ist auch reichlich da, also kein Problem. Muss nur ein paar Häuser wachsen, dann klappt es auch mit der Stromversorgung gleich. Gut, okay. Das erste Haus können wir schon abreißen, weil zu lange kein Strom. Obwohl wir gerade gesehen haben, ne? Dass die Fläche, wo ein Haus steht, auch gleichzeitig Strom da ist. Auch wenn es kaputt ist. Aber jetzt haben wir Strom. Eine Verbindung wurde gerade hergestellt. Alles gut. Hier wächst einer und jetzt ist der Stromfluss dann da. Wunderbar. Gut, dann wird dieses Gebiet auch erschlossen. Ja. Industrie mit Wohnungen, wo die gleich arbeiten können. Ja, jetzt müsste man nur gucken, dass man Schulen und sowas noch hinkriegt, ne? Ja, das würde ich dann in diesem Bereich, glaube ich, machen, ne? Kann das sein? Hier hinten sind noch zwei Häuslein, die reißen wir mal gerade ab. Aber sonst sieht es doch gut aus in dem Viertel, oder? Da ist Gefahr, das heißt, wir brauchen hier auch eine Polizei oder sowas. Sollten wir die hier hinbauen? Da ist sie. Passt. Ja. Gucken, ob es dann hier auch besser wird. Das Rote vielleicht gleich weg. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Feuerwehr ist auch nicht da. Die bauen wir dann da noch rein. Gehen wir ein bisschen raus. Okay. Was ist mit der größeren Feuerwache? Interessanterweise. Klappt's nach da rechts nicht, ne? Ah, hier wäre das Ganze.
komm, zack, dahin. Alles gut. Polizeitechnisch ist es besser geworden. Hier sind aber noch so zwei Ecken. Ah, jetzt ist es auch da weg. Alles klar. Streifenwagen vorbeigefahren, alles im grünen Bereich. So, Gesundheitswesen ist schwierig. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle, oder? Und wie wäre es hier? Nicht. Und hier? Auch nicht. Da ist da. Du bist da. Fertig. Haben wir. Der Doktor ist da. Gut. Dann haben wir natürlich einen Friedhof noch zu machen. Hier geht er nirgendwo hin, weil zu steil wohl ist. Da ist ein Industriegebiet, da will das auch keiner. Zack. So, und dann... Arztpraxis hatten wir schon. Könnte man hier dann irgendwann auch noch machen, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so entscheidend, oder? Später. Ja, öffentlicher Verkehr. Ja, ich glaube, wir müssen erst ein paar Straßen bauen. Und das hier hinter, würde ich sagen. Weil hier machen wir dann unsere Schulen und sowas hin, oder? Ich glaube, wir sollten so einen Bogen machen. Ne. Vielleicht hier eine größere ab noch, ne? Ja. Wir ziehen hier einfach mal bis hier hin. Und dann lassen wir das mal so. Machen. Na doch, hier machen wir vielleicht noch eine Straße rein, die bis nach da geht. Und da machen wir dann das Bildungssystem, bauen wir dann da auf. So, gucken wir mal. Da eine. Hier hinten, da will auch gar keiner einer. Die sind auch alle glücklich dann, ja. Und... Da haben wir ja eine Reichweite von da hinten schon. Die werden wir hier dann aber auch nochmal ändern. So, dann haben wir da alle Schulen auch. So, jetzt haben wir noch ein Müllproblem. Das wollten wir hier lösen, ne? Aber, ich sag mal, für die Folge soll das noch reichen. Und, ja. Dann schauen wir mal weiter. Ja, das machen wir hier den Dreck hin, ne? Das ist schon klar. Ja, und dann sind wir mit der Folge schon durch. Gut. Der Müll kommt hier hin. Und ach ja, ich sollte doch nicht mal grüßen. Das wollte ich doch mal gerade noch machen. Dann freut er sich auch. Melonenkopf LP, ein Melonenkopf Pro. Den grüße ich jetzt mal gerade hiermit, ne? Und dann freut er sich auch. Der hat als erstes auf einen Kommentar geantwortet. Ganz toll. Das ist schön, dass wir solche Kommentare auch haben. Dann geht's voran. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.